Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie zeige ich, wie man Lösungen generiert für Prüfungsfragen. Und zwar geht es hier in der Prüfung um die Handlungsaufforderung, Führungsgrundsätze zu entwickeln. Aber hier geht es in Teil A noch nicht darum, die Führungsgrundsätze zu entwickeln, sondern die Bereiche abzugrenzen, für die man Führungsgrundsätze entwickeln könnte. Nun, die Bereiche, in denen man Führungsgrundsätze entwickeln kann, für die man Führungsgrundsätze entwickeln kann, sind die Bereiche der Führung. Und was sind Bereiche der Führung? Was sind also Führungsaufgaben? Eine Führungsaufgabe ist zum Beispiel der Bereich der Kommunikation. Kommunikation. Peter Drucker hat mal gesagt, führen heißt kommunizieren. Ja, also der Bereich der Kommunikation, hier kann man Führungsgrundsätze entwickeln. Dann weiterer wichtiger Führungsbereich ist der Bereich der Delegation. Auch hier kann man Führungsgrundsätze entwickeln für richtige Delegation. Der Bereich der Kontrolle, wobei wir heute eher sagen Controlling, und Controlling bedeutet Steuerung, nicht so sehr Kontrolle, hat auch teilweise den Aspekt der Kontrolle. Sie können ein Auto nicht steuern, ohne zwischendurch mal zu kontrollieren, wie zum Beispiel Ihre Benzinuhr steht. Ja, also das kann man nicht ganz immer so trennen, aber Bereich der Steuerung ist hier eher gemeint. Dann Mitarbeiter, kurz mal ab, MA-Mitarbeiter, Beurteilung. Auch hier kann man Führungsgrundsätze entwickeln. Und Mitarbeiterförderung. Also sich dafür einzusetzen, dass Mitarbeiter auch mal auf Seminare gehen können oder sonstige Schulungen machen, hausintern oder extern, was immer. Das sind Bereiche der Führung und dementsprechend kann man dafür auch Führungsgrundsätze entwickeln. Das war's für dieses Video. Wenn Sie lernen wollen, ohne zu leiden. Lernen ohne Leiden. Udo Jürgens hat mal ein schönes Lied geschrieben, Liebe ohne Leiden. Ja, ich wünsche dir Liebe ohne Leiden. Ich wünsche Ihnen Lernen ohne Leiden und ich habe viel dafür gearbeitet, dass Sie lernen können, ohne zu leiden. Gehen Sie in meinen Shop www.sparsleindenken-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert.